So, was ist hier? Hier liegen die Toten, da waren wir ja schon. Vorsichtig, Mann, hier sind einige Verwundete. Ich weiß doch, ich weiß doch. Macht einfach weiter so. Ihr seid lebende Legenden. Ah, man kann ja auch Sie schlafen, okay. die durch die Skyline unserer verletzten Stadt streift. Sie ist eine Legende unter ihren Leuten. Jo, ich habe keine Ahnung. Also ich muss hier raus. Was soll ich da jetzt machen? Soll ich hier rein? Muss ich das Lager hier einnehmen? Die Funkzentrale? Gesundheitskit, sehr cool. Oh, das backt da ein bisschen in der Gegend rum. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Bevor mich hier der Typ auseinander nimmt. Oder besser gesagt, ich ihn, aber der Alarm wird dann ausgelöst. Das ist natürlich nicht so praktisch dann. So, was haben wir denn hier oben? Nur Müll und sonst gar nichts. Alles klar. Ah, wir können das auch einfach einnehmen, ohne jetzt den Typen da auszuschalten. Gut. Sehr gut. Dieses Hacken mag ich halt gar nicht. Puh. So, stillgelegtes Lagerhaus gehört uns. So, das war anscheinend das Missionsziel. Jetzt haben wir das eingenommen. Alter, was wird denn da alles markiert? Um eine Revolution zu starten, muss man gewöhnliche Menschen davon überzeugen, zu kämpfen. Die Karte zeigt, wie stark du den Bezirk dazu inspiriert hast, sich aufzulehnen. Sowie 5 unterschiedliche Kategorien von Handlungen, die zu deiner Gesamtsumme zählen. Das sind Wachposten, die erobert werden müssen, Stimme der Freiheit, wo du Radius auf den Sender des Widerstands umstellst, Sabotage, wo du die Infrastruktur der KVA zerstörst, Befreiungen, wie das Retten von Bewohnern vor Polizeibrutalität und schließlich das Zerstören der APCs, die die Straßen patrouillieren. Zusätzlich zum Bewegen der Herzen und Gedanken gewinnst du KVA-Tech-Punkte, mit denen du Waffenumwandlungen, Einsatzmethoden von Guerilla-Werkzeugen und neue Kit-Gegenstände kaufen kannst. Sobald Herzen und Gedanken 100% erreicht haben, kannst du die Übertragung der Widerstandspropaganda im ganzen Bezirk starten. Das wird die Leute veranlassen, sich aufzulehnen. Und du erhältst Zugang zu den Schlüsselstützpunkten der KVA im Bezirk. Okay. Hey Brady, hier spricht Ned. Gute Arbeit bei der Besorgung der Informationen über den Distrikt. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Du siehst die Polizeistation, in der sie meine Jungs festhalten, aber momentan können wir keine Rettungsmission starten, da die Norks die totale Kontrolle haben. Das müssen wir ändern. Wir Hallo? Müssen die Leute auf unsere ja. Seite bringen. Versuche in ihren Herzen und Gedanken ja. etwas zu bewegen. Ja. Wenn wir sie für uns gewinnen können, haben wir eine Chance und sobald wir Informationen zu Walker haben, können wir loslegen. Ich muss zum Waffenlager zurück, bevor es noch von irgendeinem Idioten in die Luft gesprengt wird. Aber ich melde mich wieder. Viel Glück, Brady. Ey, was war denn das jetzt für ein Schwachsinn? Da haben einfach zwei Leute gleichzeitig gelabert. Von dort aus kannst du das Signal geben und eine Nachricht im ganzen Distrikt ausstrahlen, um die Leute wach zu rütteln. Brady, hier spricht Ned. Es funktioniert. Die Leute stellen sich auf unsere Seite. Mach so weiter, Brady. Wir müssen für Chaos sorgen, damit wir in dieser ganzen Verwirrung meine Jungs retten können. Aha, und dafür opfern wir Zivilisten, oder was? Brady, hier spricht Burnett. Ich habe gehört, was du und Ned macht. Ihr sorgt hier in Earlston für Unruhen. Denkst du jemals an die Konsequenzen? Menschen werden sterben, Brady. Die KVA macht da keinen Unterschied. Wir werden alles Nötige tun, um die Unruhen zu beenden. Du hast kein Recht, Unschuldige in Gefahr zu bringen. Egal aus welchem Grund. Dazu hast du kein Recht. Das ist wohl wahr. Da hat Sam so recht. Ned, du machst das großartig. Ich habe gehört, dass Doc Burnett mit uns nicht glücklich ist. Aber wir dürfen uns jetzt nicht ablenken lassen. Walker ist zu wichtig. Mach so weiter, Brady. Sobald wir die Norks zu ihren Stützpunkten zurückgedrängt haben, können wir die Polizeistation angreifen und meine Leute retten. Mach einfach weiter!
Das ist schön, alle reden gegen uns außer Sam. Also stacheln uns dazu an, da weiter rumzutun. Okay, wir wissen jetzt hier alles vom Bezirk. Weil hier gibt es ja keine weitere Station. Oh, Drohnenkontrolle, was ist das? Eine Polizeistation? Und ein Haufen Zeug zum Sabotieren und Radios. Gesperrt bis Herz und Gedanken abgeschlossen ist. Das ist sehr interessant. Okay. Wir haben zwei Nachrichten bekommen. Eine von Parrish. Der Widerstand braucht mehr Leute wie dich, Brady. Leute, die keine Angst haben zu tun, was getan werden muss und die verstehen, wofür wir kämpfen. Dann von Moore. Gute Arbeit beim Hacken dieses Sendeempfängers. Jetzt können wir ihr geliebtes Apex-Netzwerk gegen sie einsetzen. Oh, warte mal. Herzen und Gedanken. Herz und Gedanken stellt die Unterstützung für den Widerstand innerhalb einer Zone dar. Herz und Gedanken kann erhöht werden, indem man Zivilisten hilft, KVA-Militärgüter zerstört und Wachposten für den Widerstand einnimmt. Sobald Herz und Gedanken in einer Zone 100% erreicht, kann Aufstand per Widerstandsradio ausgelöst werden. Das ist dann wahrscheinlich die Endmission von dem Distrikt. Ja, eindeutig. Und dann habe ich Zugang zum Rest. So, Ausrüstung, Kleidung. Was haben wir denn da? Bewegungsgeschwindigkeit, mehr Gesundheitskits, mehr Munitionskapazität wäre toll. Ich will aber definitiv auch mehr Movement Speed haben. Ja, jetzt sparen wir dann auf die mehr Munitionskapazität, also auf 1250. Warte, die Wertsachen können wir noch verkaufen. Ah, schade, geht sich knapp nicht aus. Okay, alles klar. Ey, warum sitzt du in der Luft? Ich sag dazu nichts. So, ich würde mal sagen, wir... Da ist ein Waffenspind, okay. Hier komme ich noch nicht rein. Wir könnten mal da nach links gehen. Und mal zum Radio. Oder wir machen zuerst die Widerstandslager, ich weiß nicht. Ich würde ehrlich gesagt gern nochmal die Truppen da platt machen. Also ein bisschen rumballern, damit ich diese Nebenaufträge habe. Jeder Bürger, der beim Beschädigen öffentlichen Eigentums gesehen wird, kann sofort verhaftet werden. Melden Sie jegliche kriminellen Aktivitäten. Oh, KVA. Scheiße. Wie er einfach abgebrochen hat während seinem Gerede. Geil. So, hier kommen wir nicht rein. Wow, ich dachte schon. Hier ist ein Radio. Okay, hier komme ich nicht hoch. Ah, hier ist... Ja, gut. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Nagelhaufen. Hier haben wir noch eine Tonne, eine Kaffeetasse. So, sehr schön. Jetzt sind wir hier oben. Hier haben wir Steine. Vielleicht muss ich hier hoch und dann springen. Ja, dachte ich mir doch. So. Eines der vielen Dinge, die ich an den Nords so hasse, ist ihr Verhalten gegenüber unseren Kranken und Verwundeten. Im besten Fall ist es ihnen egal. Im schlimmsten Fall grinsen sie nur und machen sadistische Aussagen. Wir sind gezwungen, mit unseren einfachen Geräten und Medikamenten zu tun, was wir können. Die Bemühungen unserer Ärzte und Sanitäter sind geradezu heldenhaft.
Aber auch sie haben ihre Grenzen. Und wir müssen zusehen, wie die KVA-Trucks mit medizinischen Vorräten vorbeirollen, während unsere Leute leiden. Uiuiui. An alle unsere Widerstandskämpfer da draußen, die ihr durch die Tunnel lauft, Fallen baut, Waffen modifiziert. Macht einfach weiter so. Das kennen wir eh auch schon. Ich hätte gern noch ein paar von diesen Siegern. Hoppala. Also ich muss die Generatoren fotografieren. Ich weiß nur immer nicht wo. Dann töte KV-Einheit auf jeden Weise und töte Schocksoldat mit Schrotflinte. Jo. Ja, ich glaube, hier ist jetzt nicht mehr ganz so viel los. Komm, schlitz ihn auf. Oh ja, das Ding kann man wahrscheinlich kaputt machen. Nehme ich mal stark an. Ha, warum brennt's da? Ach, schon wieder so einer. So, adieu. Mitten im Fight dauert das halt ewig. Wenn der da auf die Idee kommt, ja, wir machen das mal so. Wir nehmen den. So, hier haben wir noch zwei Mülleimer. Hier haben wir auch noch eine Essensration. Au. Das hat sicher wehgetan. Ist das über uns? Wo? Ist aber keiner von den Schocksoldaten. Ah. Jetzt können wir das hier sabotieren. Können wir jetzt auch das da hinten sabotieren? Kann ich da rein? Wie lame. So, wir sabotieren das hier mal. Der ist unter mir, oder? Ja. Zack. Ja, wir laufen da einfach überall quer rum. Warum nicht? Versteh gar nicht, was ihr habt, Leute. Das ist ganz normal. Das macht jeder so. Und schweren Maschinengewehren aus. Und in weniger als 10 Minuten hatten sie jeden Nork der gesamten Polizeistation getötet. Und das Beste an der ganzen Sache. Sie kamen davon. Sie warfen die Rüstungen und Waffen weg, liefen durch Straßen und über die Dächer und verschwanden in der Dunkelheit. Und so, meine Damen und Herren, setzt man ein Zeichen. Ja, ich will auch so eine Rüstung.
Ich will auch so eine geile Rüstung haben, dass sie ausschaut wie so von Modern Warfare und Juggernaut. Der Widerstand könnte es als Unterschlupf nutzen. Finde einen Weg hinein und sieh nach, ob es geeignet ist. Okay. So, wir müssen das hier wieder aufschneiden. Eine Drohne! Ah, das mit den Drohnen habe ich ja schon. Hoppla. So, zack. Da will ich schon wieder die Textur nicht laden. So, dann das hier. Komme ich denn da jetzt wieder hoch? Oh. Schön, dass ihr drei alle hintereinander steht. Das ist auch ganz normal. Kann ich jedem nur empfehlen. Stellt euch hintereinander, wenn ihr schnell sterben wollt. Ach komm. Mann, ich will da doch nur hoch. Mensch, Boah, ich will doch nur zum Radio. Gut, dann machen wir halt mal das hier. Hier ist auf jeden Fall ein Lager in der Nähe. Bin gerade am Schauen, ob es hier irgendwo eine Ding gibt. Und was zum Hoch? Nee. Hier könnte es funktionieren. Ach komm. Oh, das gibt's ja nicht. Wie komme ich da hoch? Ja, der klettert halt nur drüber. Mann, ich stelle mich gerade auch an wie ein Idiot, oder? Ist hier irgendwo eine Leiter? Irgendwo muss hier eine Leiter sein. Oh, was haben wir hier? Ein Prozessor wieder. Hier haben wir noch was. Okay, hier kann man nichts mitnehmen. Einmal leichtes Metall, auch sehr praktisch. Ich verstehe das nicht. Jetzt ist das schon wieder so ein Soldat. Geh weg jetzt. Ich will zum Radio. Okay, Chemikalien sind voll. Ja, schau, da komme ich jetzt hoch. Och man, wer sieht mich denn da schon wieder? Ist schon wahnsinnig nervig, muss ich gerade sagen. So, schnell da rein und warten. Anders geht das nicht. Mir geht mir sonst wahnsinnig auf die Nerven.
Vor allem, ich finde das so komisch. Ich habe doch schon alle 5 Radios. Warum sind da noch mehr Radios? Schon sehr schräg, muss ich sagen.